Happy Birthday to me. Ja, heute bin ich... Nee, das darf ich nicht sagen, wie alt ich bin, oder? Ach doch, komm. Schätze mal. Okay, ich sag's. Ich bin 46 heute. Die grauen Haare sagen vielleicht was anders. Das waren die harten schottischen Winter in meiner Jugend. Aber naja, dafür kann ich nichts. Zumindest habe ich noch Haare. Das ist das Wichtigste vielleicht. So, heute ist das eine Art... eine Mischung aus Vorstellung von Orgeln, aber auch ein bisschen Tutorial-mäßig. Und dafür habe ich das interne Mikrofon am iMac benutzt, zusammen mit QuickTime, um Screenshots und so aufzunehmen. Weniger denn damit hier mit dem iPhone. Deswegen entschuldige ich mich jetzt für die Tonqualität, zumindest von der Stimme. Und naja, ein Vorteil dabei ist, ihr seht mich weniger heute. Dafür hört man hoffentlich ein paar schönere Orgelklänge aus unserem Software hier. Ich habe euch gestern einen Beitrag gepostet und gesagt, dass es so verdammt kalt ist draußen. Alle Orgel in der Nähe sind komplett verstimmt und unspielbar. Da müssen wir unsere Termine im Norden vertagen. Aber einen Termin haben wir Mitte Februar wahrscheinlich, um eine schöne andere Orgel zu zeigen. Aber heute will ich euch was Digitales zeigen. Die Orgel ist nicht nur was für Kirchen, es ist auch was für zu Hause. So, hier mit meinem Hardware. Ich habe leider ein bisschen wenig. Ich habe nur ein einziges Keyboard, 5 Oktaven. Das nutze ich eigentlich für meine Aufnahmen mit anderen Programmen zusammen. Und hier mit meinem Mac habe ich ein Programm gefunden, was eine Pfeifenorgel simulieren kann, beziehungsweise gesampelte Pfeifenorgeln nachspielen kann. Das heißt Hauptwerk und das findet ihr unter hauptwerk.com, aber auf dieser Seite downloadhauptwerk.com kann man das auf jeden Fall herunterladen. Es gibt 3 Versionen davon, eine kostenlose, eine Basic und eine Advanced. Also fortgeschrittene, die kosten natürlich jede Menge Geld und es lohnt sich nur, wenn man, sagen wir mal, das nötige Hardware dazu hätte. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht einen MIDI-Spieltisch mit 2 oder 3 verschiedenen Manuale, mit Pedale und so weiter und so fort. Das habe ich hier alles leider nicht, deswegen habe ich nur die kostenlose Version installiert. Und damit will ich euch heute 2 verschiedene Orgeln zeigen. Erstmals eine Kirchenorgel. Die gibt es kostenlos dazu, wenn man diese Version hat. Und auch eine Kinoorgel, eine gesampelte Kinoorgel. Die habe ich auch im Internet kostenlos gefunden für dieses Programm Hauptwerk. Und das will ich euch heute zeigen. Viel Spaß und bis gleich. So, nachdem man Hauptwerk herunterladen hat und installiert hat, kann man es ganz normal öffnen. Das mache ich jetzt. Und was sehen wir denn? Noch sehen wir gar nichts. Ja, Hauptwerk, Virtual Pipe Organ. Welcome to Hauptwerk. A valid license has not been found. Klar, ich habe es da nicht gekauft. Ich habe nur diese umsonste Edition heruntergeladen. Das will ich haben. Also, limited to smaller organs and registrations. Also nur für kleine Orgel und kleine Kombinationen gedacht. Das reicht für jetzt. Und jetzt kommt hier. Load Orgel. Ich kann jetzt eine Orgel reinladen. Na, ich habe schon meine Kinoorgel für euch da installiert. Das machen wir dann gleich nochmal. Aber jetzt will ich euch diese Orgel zeigen. St. Anne's Moseley. Und diese Orgel ist umsonst und kommt mit Hauptwerk mit. Die wird jetzt geladen. Und dann sieht man sowas. Eine Kirchenorgel mit Pedal. Mit Fußschalter, mit Schweller, mit obere und untere Manual, mit den verschiedenen Kombinationen und links und rechts die ganzen Register. Ich kann ein Register hier einfach so ziehen und dann spielen. Aber man hört nichts. Was ist denn hier los? Wieso höre ich nichts? Ich sehe die Tasten bewegen, ich höre aber nichts. Tja. Ich habe ein Register gezogen, hier Swell, Schweller, das gehört zu dem oberen Manual. Und ich habe mein MIDI-Keyboard programmiert, das ist nur unten spielt. Was kann ich denn machen? Ich kann hier Swell to Great, also diese Koppel ziehen. Und jetzt habe ich... Jetzt habe ich mein Orgelklang.
Ich habe diese Celeste, genau wie in meiner Kirchenorgel in Herschbach. Ich habe hier eine Flöte, eine Rohrflöte. Sogar mit einer Vier- und Zwei-Fußflöte dazu. Doch schön, oder? Ich kann hier mit C drücken, das heißt Cancel oder alles weg. Hier auf den unteren Manual habe ich auch sehr schöne ruhige Register, auch eine Flöte. Verschiedenen Kirchenorgelregister, eine Prinzipal, einen kleinen Prinzipal und einen großen Prinzipal. Viel dicker Oktave dazu. Nochmal die Oktave dazu. Das sind in diesem Fall keine simulierten Pfeifen, das sind tatsächlich gesampelte Orgelpfeifen von dieser Orgel. Diese Orgel existiert wirklich in Moseley. Ich glaube, das ist in der Nähe von Liverpool, irgendwo in England. Und diese Orgel ist gesampelt worden, Ton für Ton. Und auch die Ambiente-Geräusche von der Kirche selber, die Luftgeräusche, die Akustik von der Kirche, das ist alles mitgesampelt worden. Und kann man von hier an der Orgel schön spielen. Mit den Kombinationen hier, volles Werk. Ah, ich habe es immer noch nicht, war Swell to Great, habe ich vergessen. Und hier mit vollem Werk hier, ich kann sogar das volle Pedal dazu haben. Bisschen Akustik zum Schluss. Also, dass dieses Instrument umsonst ist mit diesem Software-Hauptwerk, finde ich wirklich unglaublich. Man kann jede Menge damit machen. Und wenn ich zwei Keyboards hätte und vielleicht ein paar MIDI-Pedale dazu, könnte ich das als Überorgel zu Hause nutzen. So, nicht nur diese Kirchenorgel haben wir. Ich habe euch auch erzählt von einer Kinoorgel. Lass uns das mal anschauen. Und herzlich willkommen im Kino vom Westerwald. Naja, so sieht eine Kinoorgel aus, beziehungsweise so sieht eine Kinoorgel am Spieltisch aus. Sieht aus wie eine ganz normale Orgel im Prinzip. Hier haben wir die Pedale unten, ein paar Schweller hier, drei Manuale und die ganzen Register. Die Register sind sehr schön in diesen Hufeisenformen um den Spieler herum, damit es einfach zu kontrollieren ist. Die weißen sind die Labialpfeifen, die roten sind die Zungenpfeifen, die schwarzen sind die Koppeln und die gelben sind die verstimmten Schwebungen zu den Streichern. Also alles ganz einfach, damit der Organist ganz genau weiß, was er vor sich hat. Überleg mal, damals im Kino war es vielleicht ein bisschen dunkler. Vielleicht musste der Organist einen Stummfilm begleiten. Das war alles dunkel im Kino, nur mit einer kleinen Leuchte oben im Notenpult. Da hat er natürlich nicht alles unbedingt gesehen und deswegen sind die Sachen ein bisschen farblich auseinanderzuhalten. Sieht aus wie jede Menge Sachen und das ist auch so, aber es ist nicht so wild, wie man denkt. Hier oben habe ich verschiedene Möglichkeiten, die Orgel oder der Spieltisch jetzt zu sehen. All Buttons, alle Knöpfe. Da sehen jetzt alle Registerzüge, alle Registerwippen so aus. Das finde ich ein bisschen unübersichtlich, das mag ich nicht so. Ich sehe lieber diese Seite, All Tabs. Diese kleinen Schalter heißen Tabs in der Kinoorgelwelt. So, auf den ersten Blick denkt man, oh mein Gott, da sind Millionen oder Hunderte, sagen wir, von diesen Wippen. Was machen die denn alle? Ja, das ist unser Pedal. Das unterste Manual, also Accompaniment, Englisch für Begleitung. Great, also Grand Orgue auf Französisch, Hauptwerk auf Deutsch. Solo, na gut, erklärt sich eigentlich. Und das sind die ganzen Register, die dazu gehören. Aber hier habe ich eine Tibia-Klausel in dem Accompaniment. Hier habe ich eine Tibia-Klausel im Pedal. Hier habe ich eine Tibia-Klausel und so weiter und so fort. Überall habe ich diese Tibia-Klausel. In einer Kirchenorgel
wären das vier verschiedene Register wahrscheinlich. Aber in einer Kinoorgel ist das nicht der Fall. Das ist ein und dasselbe Register. Nicht nur das, ich habe Tibia Clausa 8, ich habe hier Tibia Piccolo 4, ich habe Tibia, wo ist es, Piccolo 2 und Tibia 5, also Pfeife, 1. Ich habe sogar hier irgendwo Tibia Clausa 16. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Oktaven von diesem Tibia. Jetzt gehe ich hier auf C für Cancel. Auch alles weg. Was heißt das denn? Ich spiele jetzt einen Ton, 8 Fuß. So ein Flötenton. Alles klar. Wenn ich die 16 Fuß dazu habe, habe ich natürlich eine Oktave tiefer. Aber der Orgelbauer, um ein bisschen Platz und Geld zu sparen, hat einfach hier 12 Pfeifen dazu, 12 Pfeifen pro Oktave, 12 Halbtöne in einer Oktave, hat einfach 12 Pfeifen dazu gebaut, nach unten hin, damit wir aus diesem einen Register hier 2 haben, sozusagen. Alles klar soweit? Also jetzt habe ich 2 Oktaven, aber es ist immer nur eine Reihe von Pfeifen. In 2 verschiedene Oktaven. So, jetzt eine Oktave Pfeifen nach oben, nochmal 12 Pfeifen nach oben, da habe ich mein Piccolo, ja, 4 Fuß. Jetzt habe ich 3 Schalter, aber immer nur noch eine Reihe von Pfeifen. 2 Fuß dazu. Und natürlich noch unser 1 Fuß dazu. So, von dieser eine Reihe Pfeifen habe ich die Möglichkeit, 1, 2, 3, 4, 5 Oktaven zu spielen. Weil wir das haben, warum können wir dann die Zwischenoktaven nicht haben? Die Zwischentöne, zum Beispiel eine Quinte oder eine Tierz, wo ist die Tierz? Das ist hier, Tierz, also eine Terz, auch in verschiedenen Oktaven. Und das gibt uns auch ganz, ganz schöne Effekte. Ich spiele jetzt unser 8 Fuß und spiele einen Ton. 5 1 Drittel heißt eine Quinte darüber, also ein G dazu. Ja, jetzt kommt unser 4 Fuß dazu, nochmal ein C weiter oben hin. 12. Oder wir nehmen hier diese 10th, also eine Terz dazu. 12, also 12. Und jetzt ganz oben unsere Oktave. Es geht noch weiter. Ist natürlich sehr schön für Effekte, chromatische Effekte. So, mit den roten Sachen hier, wir haben die Klarinette. Wir haben eine Oboe. Wir haben eine Tuba-Horn. Ein Englisch-Horn, das ist was sehr, sehr, sehr grell. Auf jeden Fall für die Fanfare. Die gelben habe ich schon gesagt, das sind die Schwebungen zu den Streichern. Hier ist unser Gamba. Celeste dazu, die Schwebung dazu. Auch in den verschiedenen Oktaven. Hat auf jeden Fall was. So, für den richtigen Kinoorgelklang brauchen wir aber hier diese paar VIP-Schalter hier, Tremulants. Dafür schalte ich jetzt unser Blower ein, also unser Windmotor. Und jetzt hört man tatsächlich ein bisschen Windrausch, als ob man im Kino wäre, direkt am Spieltisch. Finde ich eigentlich ein ganz cooler Feature von Hauptwerk, dass man das hat. Jetzt schalte ich diese Tremulanten ein. Achtung, was hier passiert. Man hört jetzt eine leichte Vibration in der Luft. Und jetzt gehe ich zu meinem Tibia Clausa wieder und spiele jetzt ein paar Töne. Jetzt haben wir unser Kinoorgelklang. So, jetzt gehe ich zu einem Vox Humana. Vox Humana wird ausschließlich mit Tremulant gespielt.
soll irgendwie die menschliche Stimme imitieren. Naja, nicht ganz. Jetzt können wir anfangen, ein paar von diesen Registern zu kombinieren. Ich habe jetzt unser Tibia Clausa, die zwei Streicher und unser Vox Humana. Achtung, Kinoorgel pur. Durch diese Tremolanten hat man natürlich diese schönen Klang. Hier unten habe ich meine Kombinationsknöpfe und ein englischer Organist hat für diese Version von Hauptwerk von dieser Orgel hat ein paar Kombinationen vorprogrammiert. Tibia 8 und Tibia 4 sind hier bei Pianissimo dabei. Bei Piano merkt man jede Menge andere 8 Fuß dazu und ein paar 4 Füße, also zwei verschiedene Oktaven. F, da kommen jetzt endlich mal ein paar tiefere Oktaven und auch ein Vox Humana dazu. Das muss ich jetzt ein bisschen höher spielen. Jetzt Richtung Forte gehen. Habe ich jetzt ganz, ganz viele Register in ganz viele verschiedenen Oktaven. Es wird jetzt sehr kräftig. Und bei Fortissimo haben wir alles dabei, auch unser Englischhorn. Also auf jeden Fall das volle Klang von einem Kinoorgel. Finde ich echt cool, was das Hauptwerk hier gemacht hat. Echt schön, wenn wir jetzt alles wieder ausschalten. Man hört auch den Klick, alles weg, alles ruhig. Eine Kinoorgel besteht aber nicht nur aus Pfeifenregister, besteht auch aus kleine Schlagzeuginstrumente, sowohl gestimmt als auch ungestimmt. Hier haben wir ein Snare Drum. Hier haben wir eine Tambourine. Kastagnetten, Tom-Tom und Becken. In den echten Kinoorgeln waren das tatsächlich echte Instrumente, die durch diese elektropneumatische Ventile und verschiedenen Schlägern spielbar waren. Da war tatsächlich ein Ventil, sagen wir, ein Schlagstock am Ende und wenn man das betätigt hat, flippte das Ding nach oben und hat einen echten Becken gespielt. Das gleiche gilt für die gestimmten. Wir haben eine Harfe, das ist eigentlich ein Marimba-Ton. Sogar mit tieferer Oktave dazu. Jetzt kommt ein Chrysoglott. Naja, das kennt ihr aus, dieses Stück. Ein Xylophon natürlich. Und ein kleines Glockenspiel. Die kann man natürlich ganz beliebig mit den anderen Instrumenten kombinieren. Zum Beispiel diese, bis auf das Xylophon, alle gestimmten Schlagzeuginstrumente zusammen. Alles machbar von einer Kinoorgel. Hier steht Piano 4, 8 und 16. Also viele Kinoorgel hatten sogar ein echtes Klavier angehängt, auch elektropneumatisch spielbar vom Spieltisch aus. Diese Version von Hauptwerk hat das leider nicht. Da muss ich die größere Orgel kaufen. Vielleicht mache ich das eines Tages, wenn ich das nötige Hardware dafür habe, aber noch nicht. Schön, ne? Das kann man alles mit der Kinoorgel machen. Ich wechsle zurück jetzt zur Console, also zum Spieltisch, und beobachte hier diese Schwellpedale. Das kann ich von meinem Keyboard auch hier auch kontrollieren. Eine Besonderheit in einer Kinoorgel ist, dass die ganze Orgel hinter Jalousien steht, also alle Pfeifen. In einer Kirchenorgel sind das vielleicht nur ein oder höchstens zwei Manuale von der Orgel. Die sind in einem separaten Kasten und das kann man auf und zu machen mit den Jalousien vorne und mit den
Pedalen hier, aber in einer Kinoorgel ist die komplette Orgel in, also in diesem Fall in zwei verschiedene Kisten zusammen. Also links ist für eine Hälfte der Orgel und rechts für eine andere Hälfte. Meistens, die meisten Organisten bewegen diese Pedale immer zusammen. Und von meinem MIDI-Keyboard hier kann ich die beide gleichzeitig kontrollieren. Wir wechseln jetzt zurück zu den All-Tabs-View. Ich habe jetzt hier eine Kombination drin. Da kann ich natürlich jetzt nur mit einer Hand spielen. Jetzt habe ich einen Schweller zugemacht. Damit machen das in einer Kirchenorgel und das wollte ich euch jetzt nur schnell zeigen. Ich glaube, das sind tatsächlich die wesentlichen Verschiedenheiten zwischen Kinoorgeln und Kirchenorgeln. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ich hoffe, dass wir eines Tages auch eine echte Kinoorgel unter den Händen haben, damit ich das nochmal besser zeigen kann und damit man auch den richtig schönen, großen, gewaltigen Klang von einer Kinoorgel haben. Also, alle Kinoorgel-Leute da draußen, ich bin offen für Einladungen. Ich freue mich, von euch zu hören. So, alle Videos sind jetzt aufgenommen. Jetzt müssen wir ein bisschen abschließen. Ich wollte eigentlich ein Stück spielen an meiner neuen Kinoorgel. Und natürlich habe ich nur dieses eine Keyboard hier. Und ich wollte das mit meinem MIDI-Software, meinem Aufnahmesoftware, ich nutze Logic Pro von Apple. Und ich habe die Verbindung zwischen Hauptwert und Logic irgendwie nicht hingekriegt. Ich werde noch weiter dran basteln, aber heute nicht mehr. Ich poste trotzdem das Video und wenn ich das hinkriege, kann ich euch zeigen, wie das geht. Da machen wir auch vielleicht ein Tutorial. Ich habe ein bisschen im Internet gelesen, es ist sehr kompliziert, Hauptwerk mit Logic vernünftig zu kombinieren. Die Idee ist, dass ich so das eine Manual zuerst aufnehme, dann das Pedal, alles mit dem einen Keyboard natürlich, dann die Melodie in Great und Solo und so weiter und so fort. Wenn einer da draußen sich damit auskennt, bitte Bescheid sagen. Und falls nicht, dann bastel ich weiter, vielleicht kriege ich das eines Tages hin. Also. Meine Frau und ich müssen jetzt dringend essen gehen. Wir haben beide Hunger. Heute geht es zum Inder. Das sind eine der einzigen Sachen, die ich aus Großbritannien vermisse. Indisches Essen. Komisch, ne? Aber wir gehen jetzt schön indisch essen. Ich habe so viel Hunger, ich kann gar nicht sprechen. Damit schließen wir für heute ab. Leider kein tolles Stück zum Schluss für heute, aber dafür nächste Woche wieder. Bis dann!